Guten Morgen allerseits von meiner Seite. Ich gehe kurz eben auf den Bereich Lebensmittelindustrie. Da bin ich seit über 32 Jahren in dieser Branche tätig als Lebensmittelingenieur und ich kenne doch einige Produkte, einige Technologien. Ganz kurz eben die Fenaco. Die Fenaco ist eine Agrargenossenschaft, Fenaco-Genossenschaft, die vorwiegend schweizweit tätig ist, mit vier verschiedenen Einheiten. Das beginnt im Bereich Agrar, mit dem ganzen Bereich Landbau, Tierhaltung, eben Düngung, Pflanzenschutz, alternativer Pflanzenschutz mit Drohnen und so weiter. Dann geht es in die Lebensmittelindustrie. Das wird ja auch das Hauptthema sein. Weiter beliefern wir den gesamten Detailhandel in der Schweiz, unsere eigenen Ketten, die Volglandi, Gadar, Topshop, aber natürlich auch die großen, sämtliche großen Detailisten. Der Bereich Energie, von Versorgung über Strom, Solar, Pellet, Diesel und so weiter. Und natürlich im Zentrum unserer Mitglieder, also die Bauern, als Genossenschafter, die eben in diesem Netzwerk da sowohl Kunden, Lieferanten, aber auch letztendlich die Besitzer sind der Fenaco. In der Lebensmittelindustrie haben wir eigentlich fünf verschiedene Branchen, die ganze Fleischverarbeitung. Natürlich verarbeiten wir auch sehr viel Schweizer Fleisch, auch sehr viel Schweizer Schweinefleisch. Agrinatura ist vielleicht ein bekanntes Label, dann die eben Ernst-Zucker-Gruppe gesamt. Im Bereich Getränke, Weine sicher bekannt oder jedem in der Schweiz bekannt, Ramsayer, Elmer, Sinalco, aber auch Probain, Divino S.A., also Vollweinkellereien gehören dazu, stellen wir selber diese Getränke her. Im Bereich Eier sind wir ein großer Verarbeiter von Schaleneiern, also Verarbeiter im Sinn von einfach sortieren nach Größe, Qualität, Schalenfarbe, aber auch kochen. Ostereier, Großteil der Ostereier im Detailhandel wird von Aiko geliefert. Dann Obst, Gemüse, Kartoffeln, Division der Landesprodukte, also alles, was vom Acker direkt, also die ganzen Früchte, Gemüse, Karotten, Zwiebeln, Kartoffeln, Obst, Kirschen, wird in unserem Leistungszentrum bei Steffen Ries, Le Mavcuis verarbeitet. Und eben Convenience-Produkte, Frigemo, hauptsächlich Pommes frites, Tiefkühlprodukte, aber auch Frischsalate, auch international bekannte Pommes frites-Marken, McCain. Das ist unser Portfolio und ich spreche vorwiegend über diese Bereiche, die ich auch kenne. Die Lebensmittelindustrie ist natürlich noch wesentlich größer mit Milch, Biskuits, Soßen und so weiter. Ich denke, es werden alle etwa gleich betroffen sein von dieser Möglichkeit, Biozide nicht mehr einsetzen zu dürfen. Was für alle klar ist, für die ganze Lebensmittelindustrie kann ich für alle reden, das Lebensmittelgesetz und die Hygieneverordnung schreiben vor, wie das zu geschehen hat. Vor allem eben Gesundheit der Konsumenten und der hygienische Umgang ist schon im ersten Artikel des Lebensmittelgesetzes erwähnt. Dann die Hygiene selber. Hygienische Hinsicht darf nicht beeinträchtigt werden. Räume, Einrichtungen müssen so konzipiert sein, dass man sie reinigen, desinfizieren kann und nochmals reinigen und besonders desinfiziert. Ich habe nur mal per Zufall vier Artikel. Ich denke, dieses Thema kommt noch in weiteren gefühlten 20, 30 Artikeln zum Ausdruck, was Hygiene, Lebensmittel, Reinigung und Desinfektion bedeutet. Also das ist die gesetzliche Grundlage und sicher die erste Aussage ist ganz klar, also ohne Reinigung und Desinfektionsmittel, das eben gemäß Definition, wie wir vorhin gehört haben, eben Biozide sind, weil sie in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden, können wir die Lebensmittelsicherheit, die Hygiene schlichtweg nicht gewährleisten. Also wenn wir das nicht mehr könnten, könnten wir vielleicht noch mit Schmierseife reinigen, was ich vielleicht auch bezweifle, wird ja auch irgendwie synthetisch hergestellt. Wir hätten riesen Magen-Darm-Probleme und ich sage es ganz brutal, wir wissen dann mindestens, weshalb wir eine WC-Papierknappheit hätten in der Schweiz. Okay, weiter Mäuse, Schaben, Falter im Essen, wo es Nahrung gibt, herrscht ein Verdrängungskampf und die Insekten, die sind ein Thema in der Lebensmittelindustrie. Die Schädlingsbekämpfung ist ein eigener Hygienebereich, Pest Control. Das ist eine
permanente Grundaufgabe, weil es wäre nicht möglich, ohne Fallensysteme, Lockstoffe oder was auch immer, eben die tierischen Schädlinge, wie beim Schweinezüchter eben auch, aus den Betrieben fernzuhalten. Also man müsste durchaus mit tierischen Überraschungen in den Produkten rechnen. Weiter, Salami, Bündnerfleisch, Rohschinken, salzen, pökeln, trocknen ist eine uralte Konservierungsmethode. Schon die alten Seefahrer haben davon Kenntnis gehabt und konnten so ihre Fleisch konservieren. Also ohne Pökelsalz würde es diese Produkte in dieser Form schlichtweg nicht geben. Also wir könnten kein Fleisch konservieren, außer tiefgefrieren, aber sämtliche trocken Pökelware, Servala, wäre alles schlichtweg nicht möglich mit dem Verzicht auf Natriumnitrit, eben das klassische Pökelsalz. Weiteres Beispiel, Wein, ein guter Tropfen, denke ich, hat jeder mal gerne. Das Schwefeln von Wein unterdrückt sowohl Oxidation, aber auch eben die Hefenachgärung. Jeder Wein weltweit enthält Sulfide, auch im Biowein. Das Gesetz sagt ja, wir dürfen ja Biozide weder als Biozid noch als Produkt importieren. Also ihr könnt euch vorstellen, was die Konsequenz wäre. Also jeglicher Wein, also Rotwein zum Beispiel oder auch Weißwein, wäre nach 2 Jahren so ein bisschen braun und würde eigentlich durchoxidiert wie Portwein schmecken, mit dem Risiko, noch weitere Nachgärungen, Fehlgärungen von Hefe drin zu haben. Also die Produktegattung Wein wäre so gut wie tot. Weiter, Kartoffeln, Zwiebeln. Es gibt einige Pflanzen, die sehr schnell keimen nach der Ernte. Die Pflanzen sind ja primär da, um sich selber zu vermehren. Also bei der Keimhemmung werden auch Biozide eingesetzt. In diesem Jahr haben wir ein starkes Biozid, CIPC hat die Branche aufgegeben. Die EU hat das verboten, die Schweiz auch, wir sind nachgezogen. Nichtsdestotrotz brauchen wir Alternativmittel. Aber ohne Keimhemmung wäre eine ganzjährige Kartoffel- oder Zwiebelversorgung im Frischbereich nicht möglich. Natürlich, wir könnten dann israelische oder ägyptische Frühkartoffeln oder Kartoffeln importieren, aber ich denke, das ist nicht im Sinne einer Ernährungsautonomie der Schweiz. Aber Frischkartoffeln, Frischzwiebeln wären nicht ganzjährig haltbar ohne Einsatz von Keimhemmungsmitteln. Weiter Punkt, vielleicht haben Sie schon mal gefragt, weshalb so eine Packung aufgeschnittener Schinken, Aufschnitt, was auch immer, 3 Wochen haltbar ist. Das ist nicht primär, weil es das Konservierungsmittel drin hat, das sind auch gepökelt, richtig, aber das Aufschneiden und die Produkte finden unter sterilen Reinraumbedingungen statt. Das sind wirklich Spitalbedingungen. Und in diese Reinräume muss alles, was reingeführt wird, also die Anlagen selber, alle Geräte, alle Messer, Packmaterialien, die Maschinen selber und auch das Personal im Vollschutzanzug, müssen vorgängig desinfiziert werden. Ohne diese Reinraumtechnik könnten so aufgeschnittene Produkte keine 5 Tage haltbar haben und der Schinken hätte dann schöne so regenbogenfarbige Oberflächen und denke, das ist niemand, dass das nicht sehr appetitlich sein wird. Denn Süßgetränke in PET-Flaschen, Obstdäpfel, Süßgetränke können nicht heiß in Kunststoffgebinde abgefüllt werden, sie werden kaltaseptisch. Kaltaseptisch heißt auch hier, dass wir sämtliche Eingangsmaterialien in eine absolut sterile Maschinenumgebung einführen müssen. Das heißt, die ganzen Verpackungen, die ganzen Deckel, alles, was eben abgefüllt wird, muss vorgängig mit Peroxid, Wasserstoffperoxid, Peroxidsäure desinfiziert werden. Wenn wir eine einzige Hefezelle in einer Süßmostflasche hätten, würde diese PET-Flasche nach 3 bis 4 Wochen explodieren. Ich denke, die ganze Branche hat da einschlägige Erfahrungen, also ohne kaltaseptisch, wenn wir nicht unter so sterilen Bedingungen Obstsäfte abfüllen können, würden uns wirklich die Flaschen um die Ohren fliegen. Eben nochmals, bitte kaltaseptisch, da werden pro Stunde 20.000 Flaschendeckel werden zugeführt. Der Saft ist dann pasteurisiert, der ist steril. Und die Anlage läuft unter permanenter Desinfektion dieser Flaschen und nach spätestens 72 Stunden muss eine 8-stündige Vollreinigung zusätzlich erfolgen, um eben diese einte Hefe
während 42, 72 Stunden einfach nicht in die Anlage kommen zu lassen. Auch Eingriffe des Personals erfolgt über Schleusen mit Handschuhen. Also es ist wirklich High Risk, hoch sterile Technologie. Hier ganz kurz zum Schluss zusammengefasst, was alles ein Biozid ist. Ich gehe vielleicht da nicht mehr einzeln auf jede Stoffgruppe, sehr viele Stoffgruppen, gerade wie Wasserstoff und Peroxid, die zerfallen zu Sauerstoff, Wasserstoff und Essigsäure, also überhaupt keine Rückstände. Das Einzige wurde auch schon angesprochen, das Einzige, was eigentlich überhaupt noch zulässig wäre, wären gewisse ätherische Öle, die kann man für die Beispiel Minzöl, für die Keimhemmung, das wird heute so angewendet. Das wäre eigentlich noch möglich, alles andere mehrheitlich nicht mehr möglich. Auch der ganze, ein Großteil sämtlicher Lebensmittelzusatzstoffe werden quasi verunmöglicht und eben alle diese Produktegattungen. Ich habe mich gefragt, was ist der Nutzen, was ist das Risiko? Ich denke, es ist ja alles eine Güterabwägung, wenn ich solche Stoffe einsetze. Ich denke, der Nutzen von Bioziden in der Lebensmittelindustrie ist klar. Es geht um den Gesundheitsschutz, Lebensmittelrecht, Sicherheit, Hygiene. Es geht aber auch um sichere Ernährung. Es geht aber auch um Angebot, Vielfalt, Kulinarik, Genuss, wenn Sie nur an den Wein oder gewisse Fleischspezialitäten denken. Das Risiko, es ist heute chemisch praktisch alles nachweisbar, jeder Stoff. Es ist die sogenannte Chemie in der Nahrung, so die diffusen Ängste. Und ich denke, die Initiative suggeriert auch eine falsche Sicherheit. Ich denke, sie lenkt mit von den echten Ernährungsrisiken. Also man bekommt den Eindruck, eben diese Biozide seien eben schädlich für uns. Wenn ich von den echten Ernährungsrisiken spreche, habe ich hier eine Darstellung zum Schluss. Der WHO eingekreist sind die 5 oder 6 weltweit größten Todesfallrisiken von der Ernährung. Das ist Bluthochdruck, gut rauchen gehört nicht dazu, Genussmittel. Glucose, also Blutzucker, heißt Diabetes, Inaktivität, Übergewicht, Cholesterol und so weiter. Das sind die Ernährungsrisiken. Und die Initiative mit dem Verbot von Wasserstoffperoxid lösen wir keines dieser Probleme. Und das geht in Gesundheitskosten von Milliarden und von 100 Millionen von Leuten, die eben durch falsche Ernährungsweise quasi geschädigt werden. Das wäre es von meiner Seite. Auch von meiner Seite auch vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.